Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Konrad Elektronik Adventskalender für Kinder. Und da machen wir heute Tür Nummer, Moment, Tür Nummer 16 auf. Wer ist schneller? Das Reaktionsspiel. Vorher waren ja ein paar Tage Pause. Wenn ihr euch die Uploadzahlen anguckt, hat es ja das Problem mit Tag 9 gegeben. Gut. Heute ist der, jetzt muss ich auf den Kalender schielen, ich habe seit neuestem hier unten Kalender, 29. Dezember und es ist gerade ungefähr 3 Uhr nachts, ich kann nicht schlafen. Ich muss, ist jetzt endgültig auch geklärt, zwischen die Feiertage aber auch nicht arbeiten. Ja, ach ja, und es gibt noch was, wenn ihr euch über Lichtfarbe wundert, ich war bei IKEA. Ich war seit 20 Jahren das erste Mal wieder bei IKEA und guck mal, ich habe eine Lampe. Ja, erstanden. Ich wusste noch gar nicht, dass IKEA direkt gegenüber von Konrad ist. Ich muss euch aber auch dazu sagen, mein IKEA-Bedarf ist jetzt wieder für die nächsten 20 Jahre gedeckt. Ja, so. Ein Taster. Da ist drin ein einfacher Taster. Schauen wir mal, wofür wir den brauchen. Ach ja, ich wollte bei IKEA eigentlich nach Maßnahmen suchen. Ich hatte von einem anderen YouTube-Kanal erfahren, dass die ganz günstige Matratze oder irgendwie so ein Zeug anbieten. Ich weiß nicht genau, was das war, um hier den Hall mal rauszukriegen. Ja, so. Tag 16. Wer ist schneller? Das Reaktionsspiel. Einen zweiten Taster findest du hinter Türchen Nummer 16. Zwei Taster kann man einsetzen, um das Flipflop vom letzten Tag ganz gezielt in einen gewünschten Zustand zu bringen. Hier steht also im Wesentlichen drin, dass das jetzt ein Reaktionsspiel werden soll. Wenn man beide gleichzeitig drückt, gehen beide LEDs aus und wenn man sie loslässt, geht nur eine wieder an. Und dass das Zufall ist, also richtiger Zufall. Man kann jetzt streiten, dieser Taster sitzt vom Basis in die Richtung und dieser Taster sitzt vom Basis in die Richtung. Warum geht man jetzt nicht hin? Wenn man den jetzt einfach hier hinbauen würde, dann haben wir zwar auch zwei leer, dann wäre hier, müsste blind sein, aber das geht. Genauso wie hier ja auch kein Kontakt auf der Schiene ist. Verstehe ich nicht, weil dann hätte ich hier nur eine einfache Brücke setzen können, die halt Brücken, wie sie halt üblicherweise in solchen Schachteln drin sind. Hier fehlen die jetzt mittlerweile. Ne, die sind dann in so Schaltungen wie dieser hier verbaut und das bemerken auch viele, wie ich meine, zu Recht, die langen Brücken braucht man eigentlich nie. Aber so, da werden wir nicht viel dran ändern, wir bauen jetzt erstmal. So, was muss denn jetzt überhaupt raus? Die rote bleibt, die grüne bleibt, die 4,7 Kilo-Ohm Widerstände bleiben auch, die 330 Kilo-Ohm Widerstände bleiben auch. Das ist die gleiche Schaltung. Die Brücke bleibt, es kommen jetzt bloß die beiden Taster hier mit drauf. Wie gesagt, mit der Modifikation, dass ich diesen einen Taster da hinsetze und den vorschriftsmäßig hier anbringe. Gleichzeitig drücken. Kann das sein, weil ich Rechtshänder bin, das immer? So, das soll Tag 16 eigentlich schon gewesen sein, wenn ich nicht von meinem IKEA-Besuch hätte erzählen müssen. Aber kommt als nächstes Tag 17, entweder oder vier Farben umschalten. Bis dahin, tschüss.